Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich, freue mich, dass Sie heute Abend so zahlreich erschienen sind und zu unserer Thomas-Mann-Lecture kommen und ganz gespannt sind, was Sie heute hören, wen Sie heute sehen und worüber wir heute sprechen. Sehr geehrte Frau Dr. Füchner, lieber Andreas Kilcher, lieber Tobias Amslinger, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur 7. Thomas-Mann-Lecture an der ETH Zürich begrüßen. Diese Vortragsreihe an der ETH Zürich wird vom Thomas-Mann-Archiv an der ETH-Bibliothek und der Professur für Literatur und Kulturwissenschaft von Professor Andreas Kilcher gemeinsam veranstaltet. Ich freue mich besonders darüber, dass diese Vortragsreihe bereits zu einer kleinen oder man kann auch schon sagen großen Tradition geworden ist. Wir müssen praktisch keine Werbung mehr für diese Veranstaltung machen. Sie wird vom Auditorium gewissermaßen erwartet. Eine schönere Anerkennung für unsere Arbeiten mit und an Thomas Manns Nachlass und seinen Werken können wir uns kaum vorstellen. Sie sind das beredte Zeugnis dafür, dass beim großen Kulturangebot in Zürich um diese Uhrzeit an diesem Tag Thomas Mann und seine Thomas-Mann-Lecture hier eine große Zugkraft auswirkt. Ganz eng verknüpft durften wir, meine Damen und Herren, im Frühjahr diesen Jahres hier im Hauptgebäude der ETH Zürich im Erdgeschoss eine neue Dauerausstellung des Thomas-Mann-Archivs eröffnen. Herzstück der Ausstellung ist der berühmte Schreibtisch von Thomas Mann, eingerahmt von seiner Nachlassbibliothek, die wir bereits als ETH-Bibliothek digital erschlossen haben. Den Schreibtisch hat der Schriftsteller im Jahre 1933 aus München retten können. Er begleitete ihn ins und im Exil. Zweimal reiste der Schreibtisch über den Atlantik, 1938 aus Europa in die USA und in den 1950er Jahren zurück in die Schweiz. Ich darf Sie deshalb an dieser Stelle schon ganz herzlich in die kleine, aber feine Dauerausstellung unten im Erdgeschoss der ETH begrüßen. Einladen natürlich, Verzeihung. Meine Damen und Herren, Nordamerika war nicht nur als Schaffensort von Thomas Mann während seines Exils, auch seine Familiengeschichte weist enge Bezüge auf eine andere Weise zum amerikanischen Kontinent auf. Und diese reicht weiter zurück als die Zeit des amerikanischen Exils von Thomas Mann, denn bereits Mitte des 19. Jahrhunderts überquerte Thomas Manns Mutter Julia da Silva Bruns, in Brasilien geboren und dort in der Kleinstadt Parati, ohne Deutschkenntnisse aufgewachsen, den Atlantik. Diese brasilianische Geschichte der Familie Mann, die vielleicht nicht jeder so präsent hat, steht heute im Zentrum unseres Vortrages. Im Rahmen der Thomas Mann Lecture gelingt es uns, international renommierte Persönlichkeiten der Literaturwissenschaft an die ETH Zürich einzuladen. Wir freuen uns heute, Dr. Veronika Füchner begrüßen zu dürfen. Frau Füchner lehrt in den USA am Dartmouth College. Ihr Vortrag basiert auf einem Forschungsprojekt, in dem sie die von mir schon angedeutete brasilianische Familiengeschichte der Manns als deutsche Schriftstellerfamilie beleuchtet. Andreas Kilcher wird Ihnen die Referentin gleich ausführlich vorstellen. An dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank, Frau Füchner, für Ihren Vortrag und die freundliche Einnahme unserer Einladung. Meine Damen und Herren, Professor Kilcher wird nun unsere Referentin vorstellen und in den Abend thematisch einführen. Im Anschluss daran freuen wir uns auf den Vortrag von Frau Dr. Füchner. Nach dem Vortrag lädt die ETH-Bibliothek zu einem Apero ein. Ich wünsche Ihnen bereits jetzt gute Gespräche und erfolgreiches Networking. Und natürlich halten wir für Sie die neue Dauerausstellung des Thomas-Mann-Archivs im Erdgeschoss geöffnet. Ich lade Sie nochmals ganz herzlich zu einem Besuch dorthin ein. Ich möchte zum Abschluss meiner kurzen Begrüßung an dieser Stelle Professor Andreas Kilcher ganz herzlich für die immer angenehme und fruchtbare Zusammenarbeit danken. Herzlichen Dank, Andreas, für diese kollegiale Zusammenarbeit. Ich danke meinem Kollegen Tobias Amslinger, dem Leiter unserer Literaturarchive an der ETH-Bibliothek, für seinen kreativen und engagierten Einsatz für die Themen rund um Literatur und ihre Archive. Ganz herzlichen Dank dir, Tobias. Ich danke auch dem Team von Tobias Amslinger und unseren Kolleginnen und Kollegen von der Bibliothek, die tatkräftig an der Organisation und Vorbereitung dieser Thomas-Mann-Lecture mitgewirkt und geholfen haben. Ich darf das Wort nun übergeben an den Kuratoriumspräsidenten unseres Thomas-Mann-Archivs und Literaturwissenschaftler Professor Andreas Kilcher. Herzlichen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Füchner, lieber Raphael und Tobias und alle, die hier gekommen sind. Ich freue mich sehr, Sie auch hier begrüßen zu dürfen zu der, wie wir gerade gehört haben, schon 7. Thomas Mann Lecture. Das ist wirklich schon eine kleine Institution und das Ziel dieser Lecture war ja von Anfang an neue, auch inspirierende, überraschende, zugleich auch für eine breitere Öffentlichkeit interessante Aspekte, um Thomas Mann vorzustellen. Und ich glaube, dass uns das heute auch sehr gelingen wird mit diesem Titel. Wir haben es schon gehört, wem gehört Thomas Mann? Fragezeichen. Die Antwort, so dürfen wir, glaube ich, erwarten, dürfte sehr komplex werden. Es geht, glaube ich, nicht einfach nur Brasilien und Deutschland oder eben dieses vielleicht etwas Einfache, was man dahinter erwartet, sondern die Antwort wird sicher komplex sein, wenn man sich vorstellt, dass der angeblich so urdeutsche Autor auch brasilianische Zugehörigkeiten aufweisen könnte und es auch tut. Ja, die Vortragende ist Veronika Füchner, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite, aus Hannover, nicht im Norden Deutschlands, sondern aus New Hampshire, in der Nähe von nördlich von Boston. Und ja, dort ist sie Professorin für German Studies, aktuell Chair, auch in Comparative Literature. Sie lehrt aber nicht nur in Literaturwissenschaft, sondern auch in anderen Fächern. Das ist in den USA noch gar nicht selten so, dass es ein bisschen komparativ und auch über die Fächer hinaus komparativ zu und her geht. Das heißt zum Beispiel auch in Jewish Studies im Programm oder Women's Gender and Sexuality Studies, auch dort unterrichtet sie und wir werden gleich sehen, das sind auch Themen, mit denen sie sich beschäftigt. Und sie ist auch noch zusätzlich Associate Professor im Department of Medical Education. Also Sie sehen so eine interdisziplinäre Herangehensweise an Literatur und ich glaube, das kann man auch aus ihren Forschungen sehen, die ich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen möchte. Promoviert hat Veronika Füchner an der University of Chicago mit einer Arbeit über Alfred Döblin und ist dann über noch eine Zwischenstation 2002 nach Hannover ans Dartmouth College gekommen und arbeitet dort nicht nur über Döblin natürlich, das war ein Startpunkt, aber daraus hat sich eine komplexe Arbeit ergeben, die Stichworte wie Geschichte der Psychoanalyse umfassen, aber auch Psychiatrie, Sexualwissenschaft. Dazu gehören auch Diskurse über Rasse und Ethnizität, die sie erforscht. Und aus diesem Blick überhaupt die ganze, man könnte sagen, Geschichte der Moderne, insbesondere der Weimarer Zeit, also seit dem Ersten Weltkrieg. In diesem Bereich nicht nur sich mit Literatur beschäftigt, sondern auch mit Film, mit deutschsprachigen Filmen aus der Zeit. Und wenn ich sage deutschsprachig, dann scheint das, das ist auf Deutschland bezogen, aber die Perspektive von Veronika Füchner, ich glaube, das ist sehr charakteristisch für viele ihrer Arbeiten, die sind global. Also die Perspektive ist global. Es geht um nicht nur um Europa, sondern wirklich um eine global geschichtliche Perspektive auf Literatur und Literatur- und Wissensgeschichte. Das heißt einschließend nicht nur Indien, sondern durchaus eben auch Lateinamerika. Und natürlich gehört auch Thomas Mann zu den Forschungsgebieten. Ich will von da ausgehend einige Publikationen kurz erwähnen, die das vielleicht noch etwas unterstreichen, nämlich die Monographie, die ein Stück weit aus der Dissertation herausgegangen ist, aber in den USA so ist, dass man die Arbeiten quasi neu schreibt und die quasi aus der Promotion herausgegangene neue Arbeit heißt Berlin Psychoanalytic, Psychoanalysis and Culture in Weimar Republic, Germany and Beyond. Also die, man könnte sagen, Berliner psychoanalytischen Kreise, nicht nur die Psychoanalytiker selber, sondern auch die Kulturschaffenden darum herum, die Namen
die man sich dabei vorstellen kann, sind neben den Psychoanalytikern wie Max Eitingon oder Georg Grodek auch eben Alfred Döblin oder Richard Hülsenbeck, Ernst Simmel, Arnold Zweig. Das sind so die Namen. Und es geht nicht nur in dieser wichtigen Arbeit, die viel beachtet wurde, um die Geschichte während der Weimarer Republik, sondern auch um die Ausstrahlung ins Exil, zum Beispiel nach Palästina, wo Max Eitingon hinging, oder in das New York der 1950er Jahre. Es geht um Kriegstraumata, um Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen, um Rassentheorie, Antisemitismusvorstellungen und so weiter. Also Sie sehen eine sehr breit angelegte, große, auch historisch ausgreifende Studie. Neben dieser wichtigen Monographie gibt es noch zwei auch nicht minder wichtige Sammelbände, die sie mit herausgegeben hat, die auch, man sieht in dem Feld liegen, Global History of Sexual Science 1880 bis 1960. Auch hier im Titel schon diese globalgeschichtliche Perspektive. Also es geht nicht nur um die wissenschaftliche Erforschung von Sexualität seit dem späten 19. Jahrhundert in Deutschland oder Europa, sondern wirklich global. Es geht darum, wie sich Ideen über Sexualforschung auch zwischen Japan, Indien, Europa, Amerika und Großbritannien ausgetauscht haben. Also diese Zirkulation von Ideen über Sexualwissenschaft. Und man könnte sagen, eine Behauptung dabei ist eben auch, dass die wichtigen Akteure und Ideen nicht nur in Europa entstanden sind, sondern auch außerhalb Europas. Es geht um Austausch von Ideen, Zirkulation von Wissen. Sie sehen eine sehr spannende Studie, die natürlich auch auf dem ersten monographischen Buch aufbaut, aber dann eine Spezialisierung Richtung Sexualwissenschaft vornimmt. Und dann noch ein Band, den ich hier als letzten nennen will, der heißt Imagining Germany, Imagining Asia, Essays in Asian German Studies. Das klingt ein bisschen merkwürdig, dieser Titel, aber das ist tatsächlich, wie man sich vorstellt, dass in Deutschland Asien vorgestellt wird. Ich glaube, ungefähr so ist das zu denken. Also so eine doppelte Brechung von Vorstellungen, das imaginäre Asien, das auch die Fantasien in Deutschland beeinflusst hatte. Man kann sagen, seit der Aufklärung gibt es solche Fantasien, die auch wiederum Themen wie Sexualität, aber auch spirituelle Vorstellungen, Rassetheorien, Konkurrenzvorstellungen und so weiter. Und zwar auch das in neuralgischen Punkten, wie zum Beispiel einerseits während des Faschismus in Deutschland, aber dann auch bei der Vorstellung von deutscher Einheit eine Rolle gespielt haben. Also eine sehr breite, komplexe Studie von Vorstellungen von Asien. Gut, und natürlich jetzt will ich noch zum Schluss auf die Arbeiten zu Thomas Mann kommen. Über Thomas Mann und seine Familie arbeitet Veronika Füchner schon eine ganze Weile, ganz genau weiß ich nicht, aber ich schätze schon 15, 20 Jahre. Unter anderem an dem Projekt, zu dem wir heute den Vortrag hören. Aber quasi auf dem Weg dahin gibt es eine Reihe von Arbeiten. Ein Interview zum Beispiel mit Friedemann, Writing Generations, das 2019 publiziert wurde und das auch schon so die Frage stellt, wie Familiengeschichte aussehen kann und wie die Selbstverortung innerhalb der Familie aussehen kann, auch eine kulturelle Verortung. Das spiegelt sich auch in zwei Aufsätzen, die in diesem Jahr erschienen sind, die ich kurz nennen will. Der eine heißt Die Welten der Manns, erschienen in Literatur für Leser, wo es auch um die Auseinandersetzung geht mit der Familienbiografie innerhalb der Familie. Und das ist ein bisschen ähnlich mit dem, oder einfach eine andere Ebene natürlich thematisch, mit einem Aufsatz, der in einem Band des Thomas Mannhaus erschienen ist, mit dem Titel Politischer Denkort am Pazifik. Also Sie wissen ja, dass es in dem Haus, in dem Thomas Mann und die Familie gelebt hat, im Exil in Los Angeles, dass es
eben seit einigen Jahren dort das sogenannte Thomas Mann Haus gibt. Das hat jetzt eben diese Publikation herausgegeben mit einem Beitrag von Veronika Füchner, der heißt Die Hausangestellte Manns in Pacific Palisades, was deshalb auch besonders interessant ist, weil diese Hausangestellten eben unterschiedliche Herkünfte, Orte haben und die werden dort gezeigt. Das ist eine sehr spannende Studie. Ja, und ich denke, alle die führen jetzt hin auf die Studie, von der wir jetzt ein Kapitel hören. Ich habe mal irgendwo einen Titel gelesen, ich weiß nicht, ob der noch aktuell ist. The Magician's Mother, A Story of Coffee, Race and German Culture. Stimmt die noch? Magician's Mother stimmt noch. Magician's Mother, der Untertitel, den lassen wir mal beiseite. Also da freuen wir uns natürlich sehr. Ich muss wirklich nichts mehr dazu sagen. Stichworte sind schon ja, rumgegeistert und Sie haben ja die Beschreibung der Veranstaltung gelesen. Veronika Füchner, wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Ich bitte Sie, the floor is yours. Ja, erst einmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Einladung an Herrn Amslinger und Herrn Kilcher und auch die Einführung von Herrn Ball. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und dann fangen wir gleich an. Wem gehört Thomas Mann? Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Frage von kultureller Zugehörigkeit und kultureller Aneignung heftigst debattiert wird. Museen und Archive weltweit beleuchten ihre Bestände kritisch, manchmal aus eigenem Antrieb, manchmal unter Druck. Und in einigen Fällen führt diese Auseinandersetzung zu Neuorganisationen und Rückführungen. Das bekannteste Beispiel sind wahrscheinlich die Benin-Bronzen, die zurzeit aus Museen weltweit nach Nigeria zurückgeführt werden. Auch hier in Zürich wird über ihre Rückführung verhandelt. Und damit wird auch darüber nachgedacht, inwieweit die Verbrechen der Kolonialzeit auch Länder und Kulturen betreffen, die nicht im engeren Sinne Kolonialmächte waren, aber von der kolonialen Ökonomie und Ideologie profitierten. Was hat das alles mit Thomas Mann zu tun? Ich werde heute Abend darauf eingehen, inwieweit diese Diskussion die Geschichte und die Geschichten Thomas Manns auf mehreren Ebenen berührt. Zunächst einmal seine Geschichte, die Ebene der Fiktion, die koloniale Fantasie Thomas Manns, der Blick vom Schreibtisch. Und dann seine Familiengeschichte, ihre direkte Verbindung zu kolonialer Politik, zu kolonialen Wirtschaftsstrukturen und zur Sklaverei. Und die Familiengeschichte der Immigration nach Deutschland und der bleibenden Verbindung zu Brasilien. Und schließlich am Ende, wem gehört Thomas Mann, sind da noch wir, die Thomas Mann heute noch lesen, die immer weniger und immer älter werden. Wie gehen wir heute mit dem Kulturgut Thomas Mann um und wem gehört er eigentlich? Und die ersten zwei Teile sind relativ lang und die letzten zwei Teile kurz, nur dass Sie Bescheid wissen. Der Blick vom Schreibtisch in die Welt. Beginnen wir mit dem Blick auf den Ort, der den Autor Thomas Mann und sein Werk prägte wie kein anderer, sein Schreibtisch. Wie Inge Jens schrieb, spiegelte Thomas Manns Schreibtisch die Befindlichkeiten seines Besitzers, Zeitgeschichte in subjektiver Brechung. Auf dem Schreibtisch befanden sich unter anderem ein Brieföffner aus Elfenbein, ein Stoßzahn, den Thomas Mann für einen Elefantenstoßzahn hielt, der aber wahrscheinlich von einem Pottwal stammt, und ein siamesischer Bronzebuddha, den Thomas Mann für seine jünglinghafte Schönheit schätzte, und noch viele andere asiatische und ägyptische Antiken, bedeutsame Geschenke, Fotografien. Die Wahl der Objekte, die auf einem Schreibtisch stehen, sagt einiges über den Schreibprozess aus. Die Praxis, exotisch anmutende Kunstgegenstände im Blickfeld zu platzieren, war um die vorletzte Jahrhundertwende nicht ungewöhnlich. Das Sammeln der Worte wird hier mit dem Sammeln von Objekten verbunden. Und diese Praxis des Sammelns signalisiert eine tiefere Verbindung zu einer älteren Menschheitsgeschichte, zu einer Urgeschichte. Der Schreibtisch von Sigmund Freud sah in dieser Hinsicht ganz ähnlich aus. Freuds Theoretisierung einer psychischen Urgeschichte der Menschheit ging einher mit seiner Leidenschaft für das Sammeln antiker Kunstgegenstände. Und der Prozess der archäologischen Ausgrabung wurde zu einer zentralen Metapher für das Erforschen der Schichten des menschlichen Gedächtnisses, in denen nicht immer das zuerst gefunden wird, was zuletzt begraben wurde.
Freud sammelte nicht nur Kunstgegenstände aus der europäischen Antike, sondern auch aus asiatischen und afrikanischen Kulturen, die, wie er glaubte, ihm Zugang zur kollektiven Kindheit der menschlichen Seele verschafften, zu ihren primitiven Ursprüngen. Die Konstruktion einer als universal gefassten Theorie der Seele geschah mit dem Blick auf das Außereuropäische. Auch Thomas Manns Schreibprozess fand im Kontext einer Aneignung und Auseinandersetzung mit Welten statt, die von ihm als fremd konstruiert und empfunden wurden. Und diese Fremdheit ist in dieser Zeit keine unschuldige Konstruktion. In seinem Buch über die Raubkunst in britischen Museen schreibt der Archäologe Dan Hicks, dass eine Theorie des Sammelns es unbedingt erfordert, dass wir nicht nur über die Geschichte der gesammelten Objekte sprechen, sondern auch über Mord, die Auslöschung von Menschen und Kulturen. Wenn wir diese Forderung zu Ende denken, kann im Kontext der kolonialen Sammlungspraxis des 19. und frühen 20. Jahrhunderts das gesammelte Objekt, sei es tatsächlich oder symbolisch, immer auch ein Grabstein sein. Thomas Mann hat selbst gerne gesagt, dass er sein Material eher fand als erfand. Und das wirft die Frage auf, wie die Dinge auf seinem Schreibtisch seinen Blick lenkten, und zwar auf die Dinge und die Menschen, die er in seinen Büchern beseelte, wie er selbst ausdrückte. Das Sammeln und Betrachten von Objekten findet seinen Weg vom Schreibtisch in die Fiktionen Thomas Manns. Im Zauberberg begutachtet das Kind Hans Castorp die Objekte, die sein Großvater geerbt oder gesammelt hat. Und ich zitiere, in dem Glasschrank, aus dessen Inneren es dem Knaben eigentümlich angenehm und merkwürdig entgegenduftet, bewahrt der Hamburger Senator und Kaufmann einiges von Interesse für seinen Enkel auf. Unter anderem ein Album mit Daguerreotypen, ein zerbrochenes Barometer mit Schnitzereien, ein altertümliches Schiffsmodell und die kleine Figur eines Türken. Der kleine Türke ist, wie Hans Castorp nicht müde wird zu erforschen, hart anzufassen unter seinem buntseidenen Anzug mit einem Uhrwerk im Leibe, das ihn dereinst befähigt hatte, über den Tisch zu laufen, nun aber schon lange den Dienst versagt hatte. Im Betrachten dieser Kuriositäten eröffnet sich dem Kind die Welt der Hanse, eine Welt von Schiffsreisen und Entdeckungen, eine Welt, die vermessen und dokumentiert wird in alten und neuen Technologien, eine Welt von zirkulierenden Waren und eine Welt von fremden Kulturen. Der kleine Türke wird mittels eines Mechanismus zu einem dominierbaren Amüsement. Und gleichzeitig war er doch dafür geschaffen, wie Thomas Mann schreibt, den ganzen Tisch zu überqueren und mit ihm die Landkarten und Kontorbücher, die darauf lagen. Er verbildlicht den Forscher und Messdrang von Imperien, wie auch das, was Imperien unterwerfen und kontrollieren. Eine eigentümliche orientalistische Verschiebung findet hier statt. In der Figur des kleinen Türken wird das Osmanische Reich heraufbeschworen, um dem Expansionsdrang der Hanse Ausdruck zu geben. Aber wie wir lesen, hat die Figur des Türken schon lange den Dienst versagt, also lange vor den frühen 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, in denen das Kind Hans Castorp dieses defekte Memento vergangener imperialer Größe betrachtet. An dieser Stelle symbolisiert der kleine Türke die Dekadenz der hanseatischen Welt. Und diese Dekadenz ist ein zentrales Motiv für Thomas Mann, nicht nur im Zauberberg. Es gibt zu denken, dass dieser Blick auf den symbolischen und materiellen Untergang der hanseatischen Weltmacht zeitlich in die Hochzeit des deutschen Kolonialismus fällt. Thomas Manns eigene Kindheit liegt nur ein paar Jahre vor der fiktiven Kindheit seiner Romanfigur Hans Castorp. Wie Thomas Mann schrieb, spielte er als Kind mit einem kleinen Kaufmannsladen. Dessen Schubladen starrten von Kolonialwaren und der Kornspeicher war genau von der Art derer, die meinem Vater drunten an der Trave gehörten. Mann schrieb seine ersten Kurzgeschichten in einem Moment, in dem die Kolonialmächte ein paar Jahre später, nachdem die Kolonialmächte auf der Berliner Konferenz 1885 den afrikanischen Kontinent unter sich aufgeteilt hatten und das Wilhelminische Kaiserreich mit grausamer Brutalität seinen Anteil einforderte. Hansestädte wie Hamburg und Lübeck wurden zu Zentren der Kolonialökonomie.
In neuen Institutionen wie den Völkerkundemuseen wurde einer Kolonialideologie Ausdruck gegeben, die die kolonisierten Bevölkerungen und Kulturen mit Hilfe von als Wissenschaft formulierten rassistischen Theorien als primitiv und minderwertig klassifizierte. Es ist bemerkenswert, dass Thomas Manns Literatur den Verlust von Macht für die Jahrhundertwende beschreibt, wenn doch eigentlich die Transportunternehmen und Kontore der norddeutschen Hansestädte zu wichtigen Instrumenten des deutschen Kolonialismus wurden und enorm davon profitierten. Thomas Manns eigene familiäre Welt der Hanse mag mit dem Tod seines Vaters, eines Lübecker Senators, untergegangen sein. Aber die Welt der Hanse außerhalb seines Elternhauses gewann eine neue politische und ökonomische Bedeutung. Der Stellungsverlust von Thomas Manns Familie hatte vor allem damit zu tun, dass seine Mutter, Julia Mann, als Witwe nicht geschäftsfähig gesehen wurde und nach dem Tod ihres Mannes von einem Vormund abhing. Das gleiche Schicksal ereilte übrigens auch die Familie von Julia Manns Schwester, Mana Stolterfurt, die im Alter von 28 Jahren mit 11 Kindern ihren Mann verlor und damit ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung. Dieses sind familiäre Dramen der Unbarmherzigkeit patriarchaler Strukturen. Und sie haben Thomas Mann dazu inspiriert, ein gesamtgesellschaftliches Drama der Dekadenz einer ganzen Gesellschaft zu erzählen. Mit der politischen und ökonomischen Realität der Kolonialzeit hat dieser Blick allerdings nicht viel zu tun. Die Welt der Hanse war in der Welt des deutschen Kolonialismus aufgegangen und nicht untergegangen. Thomas Manns Darstellungen von schwarzen Menschen im Zeitalter des wilhelminischen Kolonialismus sind, wie in der Forschung schon mehrfach angemerkt wurde, schlichtweg rassistisch. Zum Beispiel hat Heinrich Detering auf die propagandistische Heraufbeschwörung des Bildes eines senegalesischen Soldaten von 1915 hingewiesen. Der Soldat bewacht und bedroht deutsche Kriegsgefangene und das Bild sollte dazu dienen, nationalistische Gefühle zu schüren. Dieses Bild stellt eine merkwürdige Umkehrung von Geschichte dar. Sind es doch vor allem schwarze Menschen, die 10 Jahre zuvor von weißen deutschen Kolonialsoldaten gefangen gesetzt und ermordet worden waren. Und das ist auch eine Umkehrung von Thomas Manns Familiengeschichte. Hatten doch seine Großeltern und Urgroßeltern in Brasilien schwarze Menschen versklavt. Ein gutes Beispiel für die Vermischung von rassistischen Stereotypen in der frühen Literatur Manns ist die Kurzgeschichte Luisien von 1900, die vor dem Völkermord an den Herero und Nama geschrieben wurde. Auf einem Fest treten junge Studenten als schwarze Menschen geschminkt und verkleidet auf. Sie sind scheußlich mit ihren blutroten Lippen. Sie tragen schreiende Kostüme und ernten mit ihren gefletschten Zähnen und barbarischem Geheul begeisterten Applaus. Diese rassistische Szene wird von orientalistischen und antisemitischen Bildern in der Erzählung ergänzt. Und dieses Potpourri von Stereotypen wird schließlich mit sexueller Demütigung verbunden. Der Abend kulminiert in einer erzwungenen Travestieaufführung, die tödlich ausgeht. Der Text reflektiert die aus den USA bekannte, aber auch im Deutschen Kaiserreich sehr gängige Praxis des Blackface als Entertainment. Der Germanist Jonathan Wipplinger hat darauf hingewiesen, wie zentral diese Praxis für Theorien der Komik in dieser Zeit war. Der Schriftsteller Oskar Panizza zum Beispiel argumentiert in einem Text über das Varieté, dass schwarze Männer das Prinzip der Nachahmung personifizierten und damit allem eine persönliche, ins Komische getriebene Note aufdrückten. Der schwarze Mann sei nach Panizza die wirkliche Spottdrossel unter den Menschen. In Luisien soll das Nachahmen von Eigenschaften, die schwarzen Menschen zugeschrieben werden, also das Nachahmen des perfekten Nachahmers, Komik produzieren. Und diese Komik dient letztlich dazu, die moralische Dekadenz einer Ehe und die Krise einer Autoritätsfigur ins Groteske zu ziehen. Aber diese Szene produziert auch das, was in der historischen Fachliteratur als Kultur des Genozids bezeichnet wird. Es sind Inszenierungen, in denen das Barbarische, das Animalische, das Exzessive visuell auf die Opfer historischer Gewalt verschoben wird. Thomas Mann erlebte Blackface-Aufführungen als Jugendlicher. In dem Essay »Versuch über das Theater« von 1907 beschreibt er seine ersten Eindrücke von den Aufführungen im Varieté Tivoli in Lübeck. Jemand sagt im Ärger, ich wollt, ich wär, wo der Pfeffer wächst, versinkt und steigt wieder auf in tropischer Landschaft, umtanzt von Wilden,
wird fast gefressen. In dieser Szene wird ein weißer Mensch plötzlich in eine kolonial anmutende Szenerie versetzt, in der sich der lebensgefährlichen Bedrohung durch tanzende schwarze Menschen erwehrt. Es ist genau diese Umkehrung, die die Kultur des Genozids ausmacht. Die Tatsache, dass Thomas Mann sich rassistischer und antisemitischer Bilder und Sprache bedient hat und dass seine Literatur koloniale Fantasien reflektiert, ist nicht besonders überraschend. Und es ist in der Forschung auch schon darauf hingewiesen worden. Ich persönlich halte nicht viel von dem Argument, dass diese Sprache Ausdruck seiner Zeit war. Denn diese Sprache wurde auch in dieser Zeit verhandelt und in Frage gestellt. So benutzt zum Beispiel Heinrich Mann das Bild des schwarzen Mannes, um Konstruktionen der Männlichkeit im Wilhelminismus zu kritisieren. In einer Szene im Roman Der Untertan, der noch vor dem Ersten Weltkrieg entstand, hat der Protagonist Diederich Hässling einen Tobsuchtsanfall und tyrannisiert damit seine Familie. Er stampft, dass die Gläser klirrten und schreit, dass er nicht der Herr im Hause sei. Er imaginiert sich in der Rolle des schwarzen Mannes, er benutzt das N-Wort, der für die Damen schuftet, damit sie den ganzen Tag faulenzen konnten. Diederich Hässling ist Repräsentant der wilhelminischen Ideologie, die autoritäre Persönlichkeit schlechthin, verlogen, antisemitisch und frauenfeindlich. In dieser Szene vergleicht er sich mit einem Sklaven, um seine Position als Opfer zu artikulieren. Er sieht sich als Opfer der Frauen, als Opfer derer, die er terrorisiert. In Heinrich Manns Gestaltung verstärkt das Bild des schwarzen Mannes die Absurdität dieser Konstellation. Im Gegensatz zu der Blackface-Szene in Louisien setzt sie das Wissen voraus, dass das Einnehmen der Position des schwarzen Mannes eine perverse Verkehrung der historischen Machtverhältnisse bedeutet. Mit diesem Vergleich will ich nicht sagen, dass Heinrich Manns Texte frei sind von den Stereotypen, die die Literatur seines Bruders bevölkern. Wirklich nicht. Aber Sprache passiert nicht einfach aus der Zeit heraus. Sie ist in jeder Instanz eine Wahl, die auch kritisch beleuchtet werden kann und werden sollte. Aber spannend an Thomas Mann ist eben auch, dass seine Sprache auch die Erfahrung derer einfängt, die von der Sprache in Louisien marginalisiert wurden. Wie wir wissen, veränderte sich Thomas Manns politische Haltung dramatisch im Laufe der Jahrzehnte. Und sie wurde nicht nur von seiner Kindheit an der norddeutschen Küste geprägt, sondern auch von der Kindheit seiner Mutter an der südbrasilianischen Küste. Julia Manns literarische und autobiografische Verarbeitung der Erfahrungen von Immigration, Fremdheit und Akkulturation hat auch die Literatur ihrer Kinder maßgeblich geprägt. Der Blick übers Meer. Julia Mann wurde 1851 als Julia da Silva Bruns in Brasilien geboren und wuchs auf der Plantage Boa Vista in Paraty auf. Sie war die Tochter eines deutschen Immigranten aus Lübeck und einer brasilianischen Mutter. Nachdem ihre Mutter bei einer Totgeburt starb, wurde sie mit 7 Jahren nach Lübeck gebracht. Nach einer anstrengenden Überfahrt von 2 Monaten kam sie endlich an. In der neuen Umgebung erregten ihr dunkles Gesicht und ihre fremde Kleidung, wie sie schreibt, so viel Aufmerksamkeit, dass sie von johlenden Kindern durch die Straße verfolgt wurde. Sie verstand kein Wort und sie wurde nicht verstanden. Sie musste ihren alten Glauben aufgeben. Sie mochte das deutsche Essen nicht. Als ihr Vater und ihre Amme sie bei Verwandten, die ihr fremd waren, hinterließen, weinte sie viel. Ihr Onkel schlug sie. Ihre geliebten Brüder kehrten alle nach Brasilien zurück. Nur ihre ältere Schwester blieb. Es war sehr schwer, die deutsche Sprache zu lernen. Sie machte viele Fehler und die Lehrerinnen im Internat waren streng. Sie verliebte sich, aber sie musste einen Mann heiraten, den die Familie für sie ausgesucht hatte. Mit den Jahren gewöhnte sie sich an das neue Land und sie begann, ihre Muttersprache zu vergessen. Ihr ganzes Leben lang erzählte sie immer wieder von dem Paradies ihrer alten Heimat. Und sie schrieb schließlich ihre Geschichte für ihre Kinder auf. Als sie starb, klang in ihren letzten Worten plötzlich wieder die Melodie ihrer Muttersprache an. Die erste Biografie von Julia Mann erschien 2018, vor 5 Jahren. Und das ist verwunderlich. Wie die Autorin Dagmar von Gersdorf mit Empörung registrierte, kam Thomas Manns Mutter selbst in Büchern, die sich explizit mit den Frauen in Thomas Manns Familie auseinandersetzten, nicht vor.
Sie tauchte nur sehr selten auf und wenn dann nur kurz in manchen Büchern und Filmen. Also eine Ausnahme ist der Dokumentarfilm Zwischen den Kulturen des Schweizer Filmemachers Peter Werli. Aber die breitere Öffentlichkeit registrierte sie kaum. Julia Manns Urenkel Frido Mann beschäftigte sich ab den 90er Jahren intensiv mit der brasilianischen Geschichte seiner Familie, lernte Portugiesisch und setzte sich dafür ein, dass das Haus, in dem Julia Mann aufwuchs, zu einer literarischen Begegnungsstätte werden sollte. Aus diesen Bemühungen heraus entstand eines der wichtigsten internationalen Literaturfestivals, das nächstes Wochenende stattfindet. Aber das Haus ist heute leider nach wie vor in Privatbesitz und verfällt. Und das ist ein Foto, was ich gemacht habe von diesem Haus. Dass Julia Manns Geschichte so lange separat von der Geschichte ihrer Kinder gesehen wurde, ist schwer nachzuvollziehen. Julia Mann war eine gebildete und vielen Quellen zufolge charismatische Frau. Bis sie 7 Jahre alt war, sprach sie nur Portugiesisch. Dann lernte sie perfekt Deutsch, Italienisch, Französisch. Sie las Spanisch. Sie war eine ausgezeichnete Pianistin, die Chopin liebte und mit Verve Schubert-Lieder sang. Sie liebte Gesellschaften und versammelte interessante Menschen um sich herum in ihren Salons. Sie zeichnete gerne und unterhielt einen regen Briefverkehr mit ihrer Familie und ihren Freunden. Sie schrieb eine Autobiografie und eine Reihe von Kurzgeschichten, eine davon von der romantischen Tradition inspiriert, in Form von Briefen. Ihre Literatur setzt sich vor allem mit der weiblichen Erfahrungswelt ihrer Zeit auseinander. Ihre Figuren verstricken sich in Familiendramen, sie erleben schwere Verluste und sie lernen, dass Liebe und Freundschaft dieses Leid überwinden können. Julia Manns Literatur entstand in der Auseinandersetzung mit der Literatur ihrer Zeit, zum Beispiel von Ricarda Huch oder Lisbeth Dill, Autorinnen, die sie auch gerne ihren Kindern weiterempfahl. Julia Mann war eine engagierte Mutter von 5 Kindern. Sie ermöglichte ihnen, sich künstlerisch zu entfalten in einer Zeit, in der das keine Selbstverständlichkeit war. Sie finanzierte die ersten literarischen Versuche ihrer Söhne und sie ermutigte ihre Tochter dazu, Schauspielerin zu werden. Julia Mann war eine leidenschaftliche Leserin. Sie kannte sich in der Bibel aus, wie in Goethes Werken. Sie liebte die romantische Literatur und sie verschlang die Neuerscheinungen ihrer Zeit, wie die Goethe-Biografie von Albert Bilschowski. Sie beobachtete und porträtierte ihre Mitmenschen gerne und gab bei Gelegenheit ihre Anregungen und Eindrücke an ihre Kinder weiter. So skizzierte sie zum Beispiel 1904 einen exzentrischen Millionär, der ihr in München begegnet war. Er war ein leidenschaftlicher Sammler und er hatte ein ethnografisches Museum in seinem Souterrain und 50 Kunstwerke in seiner Toilette. Er hat 2 Söhne und als Julia Mann ihm zur Geburt des 3. Kindes, einem Mädchen, gratuliert, schreit er, das sei keines Glückwunsches wert, sondern man solle es gleich ins Wasser werfen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ihr Sohn Thomas bei der Geburt seiner Tochter Erika ähnlich verstimmt, wenn auch nicht ganz so extrem reagierte. In ihren Skizzen arbeitet Julia Mann deutlich das komische Potenzial ihrer Figuren heraus. Die Art und Weise, in der sie ihre Figuren in ihren Wohnungen und ihren Familien situiert, ihr psychologischer Blick und ihre Liebe fürs Detail prägen auch die literarische Produktion ihres Sohnes Thomas. Es gibt noch viel zu sagen über die intellektuelle und literarische Beziehung zwischen Julia Mann und ihrem Sohn, ihr Dialog über Goethe, ihre Liebe der Musik, die Präsenz vieler Sprachen und Nationen in ihrer Literatur. Aber sicher ist, dass Julia Manns Einfluss nicht zu unterschätzen ist. Und erfreulicherweise ist sie in der Forschung zunehmend präsenter. Und das sind nur einige Beispiele hier. Und ich will auch noch hinweisen auf den Germanisten Paulo Söthe, der viele Spuren von Julia Mann in den Werken ihres Sohnes erforscht hat, Erinnerungsspuren. Ich will mich nun darauf konzentrieren, inwieweit die Themen, die ich am Anfang des Vortrages ansprach, koloniale Wirtschaft und Ideologie, durch die Biografie Julia Manns für Thomas Mann eine Rolle spielten. Zuerst möchte ich festhalten, dass ich nicht vom deutschen Kolonialismus im engeren Sinne spreche. Das Brasilien von Julia Mann war schon lange keine Kolonie mehr. Und es war natürlich auch vorher nie eine Kolonie des Deutschen Kaiserreichs gewesen. Es war ein unabhängiges Kaiserreich im 19. Jahrhundert.
Trotzdem lässt sich durchaus von kolonial geprägten wirtschaftlichen und sozialen Strukturen sprechen, die sich nicht nur auf das ehemalige kolonisierende Land beziehen, also auf Portugal, sondern auch auf Unternehmen und Unternehmer aus dem Deutschen Kaiserreich, solche wie Johann Ludwig Hermann Bruns. Schon in einer von Thomas Manns ersten Kurzgeschichten, Der Wille zum Glück von 1896, klingt die Biografie seines Großvaters, der nach Brasilien auswanderte, in den ersten Zeilen an. Der alte Hoffmann hatte sein Geld als Plantagenbesitzer in Südamerika verdient. Er hatte dort eine Eingeborene aus gutem Hause geheiratet und war bald darauf mit ihr nach Norddeutschland, seiner Heimat, gezogen. Sie lebten in meiner Vaterstadt, wo auch seine übrige Familie zu Hause war. Paolo wurde hier geboren. Der Protagonist dieser Geschichte, Paolo Hoffmann, ist einer der vielen labilen und leidenden Künstlernaturen aus dem literarischen Universum der Manns. Eine Mischung aus Norden und Süden. Thomas Mann setzt hier mit Paolo, seinem brasilianischen Onkel Paolo da Silva Bruns, ein literarisches Denkmal. Er war der jüngste Bruder seiner Mutter, auch liebevoll Neném, das Baby, genannt. Er war nach ein paar Schuljahren in Lübeck nach Brasilien zurückgekehrt und wurde Fabrikdirektor in der Nähe von Piracicaba, unweit von São Paulo. Die Figur von Paolo ist beileibe nicht die einzige Spur von Thomas Manns brasilianischer Familie in seinen Werken, und sie ist ein Indiz dafür, dass sie nicht Teil der Vergangenheit seiner Mutter, sondern in Lübeck, München und im Exil ein Teil seiner eigenen Gegenwart war. Die Manns hatten eine große Familie in Brasilien, und diese Familie war verbunden durch Besuche, Briefe, Erzählungen. Nicht alle Geschwister Julia Manns waren nach Brasilien zurückgekehrt. Auch in Julia Manns Schwester, Mana da Silva Bruns, Stolterfurt, ich hatte sie am Anfang erwähnt, lebten die Erinnerungen an Paraty. Und der brasilianische Mannforscher Paulo Söte hat beschrieben, dass eine von Manas Töchtern den Weg ihrer Mutter umkehrte und von Lübeck wieder nach Brasilien emigrierte. Und sie und ihr Cousin Thomas Mann waren in Briefkontakt, als dieser sich im amerikanischen Exil befand. Sie schrieben sich auf Englisch. Ich will hier noch einmal auf den Anfang von Der Wille zum Glück zurückkommen. Interessant an dieser Passage ist, dass der Auswanderer, der alte Hoffmann, aus Südamerika nach Deutschland zurückkehrt. Aber das entspricht nicht der Biografie von Thomas Manns Großvater. Johann Ludwig Hermann Bruns wanderte 1840 mit 19 Jahren von Lübeck nach Brasilien aus. Für viele andere deutschsprachige Auswanderer seiner Zeit wurde der brasilianische Traum zum Albtraum. Sie wurden manchmal schon auf der Überfahrt beraubt und mussten sich als Plantagenarbeiter verdingen. Bruns dagegen betrieb erst ein Import-Export-Geschäft und schaffte es dann, ein Netzwerk von Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen südlich von der damaligen Hauptstadt Rio de Janeiro aufzubauen. Er heiratete zuerst eine Brasilianerin aus einer wohlhabenden Familie von Plantagenbesitzern und hatte 5 Kinder mit ihr. Und als seine Frau, die Großmutter Thomas Manns, starb, heiratete er die Witwe seines Bruders, Emma Bruns, und brachte sie und ihren jüngsten Sohn nach Brasilien, wo das Paar noch weitere 4 Kinder hatte. Etwas komplexe Familiengeschichte hier. Wie Maria Sene dokumentiert hat, unterhielt Bruns beste Verbindungen zum brasilianischen Hof und wurde zum kaiserlichen Gesandten ernannt. Er nutzte seine Verbindungen, um sich später die Rechte zur Gründung einer Flussschifffahrtsgesellschaft unweit von São Paulo zu sichern. Und sein ältester Sohn, ein Onkel Thomas Manns, Manuel, wurde kaiserlicher Gesandter in Paris. Brasilien wurde zum Zeitpunkt von Bruns Immigration von Kaiser Dom Pedro II. Regiert. Dom Pedros Mutter, Kaiserin Maria Leopoldina, war eine österreich-ungarische Prinzessin und eine glühende Goethe-Verehrerin. Für Dom Pedro II. War deutschsprachige Kultur zentral für sein Verständnis von Bildung und von aufgeklärter Herrschaft. Er übersetzte deutsche Literatur ins Portugiesische. Und er besuchte bei seinen Deutschlandreisen unter anderem Richard Wagner, Friedrich Nietzsche und den Historiker Leopold Ranke. Die Immigration aus Deutschland spielte eine wichtige Rolle für seine Vision einer modernen brasilianischen Nation. Schon seine Eltern hatten die deutsche Arbeitsimmigration als Alternative zur Versklavung afrikanischer Menschen gesehen. Dabei spielten auch Überlegungen eine Rolle, dass
so Kaiserin Maria Leopoldina, dass die brasilianische Bevölkerung insgesamt weißer und von daher zivilisierter werden sollte. Johann Ludwig Hermann Bruns lebte 37 Jahre in Brasilien. Er wurde brasilianischer Staatsbürger, er wurde Katholik. Er sprach zumindest in seiner ersten Familie zu Hause Portugiesisch und er bewegte sich in Kreisen der brasilianischen Wirtschafts- und Politikelite. Er war ein Vorzeigeimmigrant, ein Entrepreneur, genau die Sorte von Einwanderer, die das brasilianische Imperium reicher und weißer machen sollten. Bruns war regelmäßig in Lübeck und eine seiner Nichten, Elisabeth Bruns, erinnert sich daran, wie er seine Meerschaumpfeife rauchend von Brasilien erzählte. Aber im Gegensatz zu vielen deutschsprachigen Einwanderern, die unter sich blieben, assimilierte er sich. Als er im Alter nach Europa zurückkehrte, unterzeichnete er immer noch mit seinem brasilianischen Namen, João Luiz Germano Bruns. Die Vorstellung, dass eine Person in der Immigration genau das bleibt, was sie einmal war, in diesem Fall deutsch, ist eine koloniale Wunschvorstellung. Von den Kindern von Bruns erster Ehe blieben nur zwei in Deutschland, die Töchter Mana und Julia. Und während Bruns Brasilianer wurde, wurden seine Töchter Deutsche und gingen den umgekehrten Weg. Sie lernten die deutsche Sprache, sie wurden Protestantinnen, sie heirateten deutsche Männer. Auf einer seiner Reisen nach Lübeck brachte Bruns Anna mit. Anna wurde vermutlich von Mosambik nach Brasilien verschleppt und wurde dort viele Jahre von der Familie Bruns versklavt. Und hier ist ein Auszug aus einem der Sklavenregister von der Familie Bruns. Und man sieht den Namen von Anna in der Mitte. Darunter sieht man den Namen ihrer Tochter, Luciana, deren Vater weiß war, aber ungenannt bleibt. Sie war die Amme von Thomas Manns Mutter Julia. Und nach dem Tod von Julias Mutter begleitete sie das junge Mädchen nach Lübeck, um sie dort in die Obhut der Familie Bruns zu geben. Leider können wir uns nur vorstellen, wie der Aufenthalt der versklavten Anna in Lübeck ablief, wie sie behandelt wurde und wie ihr Verhältnis zu der Lübecker Familie und zu den weißen, deutschsprachigen Angestellten geregelt wurde. Anna kehrte mit João Luiz Germano Bruns nach Brasilien zurück. Sie war noch in Bruns Briefen aus Brasilien präsent und sie blieb auch präsent in dem, was Julia Mann als den brasilianischen Teil, den schwarzen Teil ihrer Erziehung verstand und beschrieb. Zum Beispiel in der Affinität zum Essen, das die versklavten Menschen in der Küche aßen, in ihrem Hang zum Aberglauben, der Julia Mann, wie sie schrieb, mit Schlägen ausgetrieben werden musste und in ihrer Musikalität. Julia Mann hatte als Kind von den schwarzen Männern, Frauen und Kindern auf der Plantage gelernt viele Lieder gelernt und rekonstruiert sogar eines davon in ihren Memoiren. Diese Lieder und ihre Beschreibung als minderwertig klingen auch in Thomas Manns Texten nach. Zum Beispiel, wenn Thomas Mann die Musikalität seiner Mutter, Julia Mann, als sinnlich präartistisch beschreibt. Oder es gibt eine Szene in Dr. Faustus, wo Adrian Leverkühn in die Musik initiiert wird, von der Stallmagd Hanne, die auch in dieser primitiven Terminologie beschrieben wird. Ich zitiere, und damit ging dieses tierisch duftende Geschöpf höchst frei heraus und sang uns, zwar mit plärrender Stimme, aber gutem Gehör, abends auf der Bank unter der Linde allerlei Volks-, Soldaten- oder auch Gassenlieder, meist gefühlstriefenden und grausigen Charakters vor, deren Worte und Melodien wir uns bald zu eigen machten. Das Bild einer von Klasse und Rasse geprägten primitiven Musikalität ist schon ein wichtiges Motiv bei Julia Mann und wird von Thomas Mann aufgegriffen. Das Bild der Sklaverei in der Familiengeschichte der Manns ist von der Kolonialromantik und der Kindheitssehnsucht der Autobiografie Julia Manns geprägt. Sie schlägt sich in den Erzählungen ihrer Kinder nieder. Zum Beispiel schreibt Victor Mann in Anlehnung an die Erzählungen seiner Mutter Folgendes über seinen brasilianischen Urgroßvater Manuel Caetano da Silva. Don Caetano, der Großpai, aber war milde und fröhlich mit jedermann, weiß, braun oder schwarz. Seine größte Freude war es, die Scharen seiner Leibeigenen durch Feuerwerk zu belustigen, das er abends zum Jubel der großen und kleinen Kinder am Strand aufzischen ließ. Freilich,
hinderte das seine Aufseher nicht daran, am Tage aus ihren schwarzen Brüdern in den Zucker- und Kaffeefeldern das Menschenmögliche an Arbeit herauszuholen. Das Bild ist repräsentativ für den Umgang mit diesem Teil der Familiengeschichte. Es gibt eine Anerkennung von Gewalt und gleichzeitig den Versuch, diese Gewalt auf die Aufseher zu übertragen. Diese waren allerdings nur ein Glied in der Kette, an deren Ende die eigenen Großeltern oder Urgroßeltern standen. Die Figur des wohlwollenden Sklavenhalters ist eine historisch unhaltbare Fantasie. Die Familie Bruns versklavte knapp 100 Männer, Frauen und Kinder. Zum Zeitpunkt von Julia Manns Geburt hatte Paraci 10.000 Einwohner und ein Drittel davon waren versklavt. Die Stadtverordnung Paracis vermittelt, unter welchen Bedingungen dieses Drittel der Bevölkerung lebte. Wenn sie sich unerlaubt außerhalb der Plantage aufhielten, wurden sie mit 25 Peitschenhieben bestraft. Und auf den Plantagen starben jährlich mindestens 5% der versklavten Menschen. Julia Manns Erinnerungen an ihre Amme Anna und an die, wie sie schreibt, braunen und schwarzen Spielgefährten sind von Intimität und Liebe geprägt, aber auch von einer klaren Abgrenzung von einer Kategorie von Menschen, deren Körper sie als animalisch beschrieb und deren Kultur sie als Kind als minderwertig zu verstehen gelernt hatte. Durch die Erzählungen Julia Manns war die Sklaverei eine Präsenz im Leben ihrer Kinder. Und ich würde weitergehen und sagen, dass die Gewalt der Versklavung von Menschen auch in vielen anderen Haushalten im Norden Deutschlands ein Teil des Alltagslebens war. Durch Besuche und Briefe von ausgewanderten Verwandten oder durch den Zucker im Kaffee. Und im Fall der gesamten Familie der Mutter Thomas Manns durch den Besuch der versklavten Mosambikanerin Anna in Lübeck. In Brasilien hatte die Abgrenzung von Menschen wie Anna gut funktioniert, aber bei ihrer Ankunft in Lübeck gingen Anna, Julia und ihre Geschwister als Gruppe durch die Straßen. Wie Julia Mann und ihre Familie mit dem Stigma umgingen, das der Stammbaum ihrer brasilianischen Familie in der Gesellschaft des Deutschen Kaiserreichs bedeutete, möchte ich hier im dritten Teil noch kurz anreißen. Das ist die Großmutter Thomas Manns, die Mutter Julia Manns, Maria Luisa da Silva, die erste Frau von João Luiz Germano Bruns. Bruns brachte dieses Porträt aus Brasilien mit zur Hochzeit seiner Tochter Julia. Und Julia bewahrte es, wie sie schrieb, wie einen Talisman. Es vergegenwärtigt die brasilianische Geschichte, ihre Faszination und ihre Bürde. Maria Luisa da Silva war Brasilianerin. Ihre Vorfahren waren zum Teil vor mehreren Generationen aus Portugal eingewandert und zum Teil gibt es Hinweise auf indigene Vorfahren, was auch dem Narrativ der Familie entspricht. Und dann ist die Möglichkeit afrikanischer und jüdischer Vorfahren ebenfalls gegeben. Auf ihrem Taufdokument ist keine Rassenkategorie vermerkt. Und das Taufdokument ihrer Tochter Julia bezeichnet diese als weiß, was die brasilianische Praxis der Zeit reflektiert, in der die Wahrnehmung von Hautfarbe sehr eng mit der Wahrnehmung sozialer Stellung verbunden war. Aber als Julia Mann Mitte des 19. Jahrhunderts nach Lübeck kam, war ihre brasilianische Herkunft dort schon mit einem Stigma besetzt. Historikerinnen wie Laura Wildenthal und Tina Kamt haben eindringlich geschildert, wie sehr sich dann in den folgenden Jahren des deutschen Kolonialismus die Debatten um Abstammung und Staatsbürgerschaft zuspitzten und zu Kampagnen gegen die sogenannten Mischehen führten. Die Mischung von außereuropäischem und europäischem Blut wurde um die Jahrhundertwende zunehmend als nationale Bedrohung empfunden. Und die Familie Mann positionierte sich zu unterschiedlichen historischen Momenten auf unterschiedliche Weise dazu. Thomas Mann zum Beispiel setzt den Begriff der Latinität ein und europäisierte damit das Brasilianische. Ein anderer Begriff, der für Maria Luisa da Silva und zum Teil auch für Julia Mann in und außerhalb der Familie eingesetzt wurde, war kreolisch. Wie der Mann-Forscher Yahya El-Sage angemerkt hat, konnte er europäische wie auch indigene Abstammung signalisieren. Im brasilianischen Kontext hätte der Begriff Criollo allerdings eine Verbindung zu Afrika signalisiert. Diese Begriffe bezeichnen keine Realität, sondern sind historisch und kulturell kontingente Wahrnehmungen. Im Exil benutzte Thomas Mann den Begriff brasilianisch, offener und nannte Brasilien sein Mutterland.
Julia Manns brasilianische Herkunft war nicht nur ein Problem der Abstammung, sondern auch ein kulturelles Problem. Ihre Memoiren beschreiben den Weg der kulturellen Assimilation einer Immigrantin, den im Übrigen auch viele jüdische Einwanderer im 19. Jahrhundert einschlugen und der über die Weimarer Klassik zur Romantik und zu Heinrich Heine führt. Julia Mann wählte als Motto für ihre brasilianischen Memoiren das Gedicht »An das Vaterland« von Ernst Moritz Arndt. Sie signalisierte damit ihre literarische Bildung und ihren deutschen Patriotismus. Gleichzeitig machte sie ihrer Leserschaft, vor allem ihren Kindern, damit deutlich, dass ihr Vaterland Brasilien war. Das Land ihrer Kindheit, das Land ihres Vaters, João Luiz Germano Bruns. Wem gehört Thomas Mann? Wie wir wissen, hat nicht nur Julia Mann beschrieben, dass Kulturpatriotismus und Vaterlandsliebe sich nicht notwendigerweise auf das gleiche Land beziehen müssen und voneinander trennbar sind. Auch Thomas Mann hat im Exil dieses Verhältnis für sich neu definiert. Es ist wichtig festzuhalten, dass Mann diese Auseinandersetzungen als jemand führte, für den Rassismus und Antisemitismus Teil seiner Erfahrungswelt waren. So war auch er selbst Zeit seines Lebens Attacken ausgesetzt, zum Beispiel von dem Literaturkritiker Adolf Bartels. Und die Frage, ob er denn wirklich deutsch genug sei, wurde noch in den Anfangsjahren der BRD diskutiert. Wie ich selbst zu Beginn ausgeführt habe, kann Thomas Mann zu Recht als Autor gelesen werden, dessen Literatur, vor allem die frühen Werke, rassistische und antisemitische Stereotypen transportiert. Gleichzeitig sind seine Werke auch von einer enormen Sensibilität bestimmt in Bezug auf die Mechanismen und die Konsequenzen von Ausgrenzung. Zum Beispiel in Königliche Hoheit verzweifelt immer Spöhlmann daran, dass Prinz Klaus Heinrich offensichtlich nicht die Last ihrer gemischten Abstammung zu würdigen weiß. Die Beschreibung von Rassismus bezieht sich auf die USA, aber in ihr schwingt, denke ich, mehr mit. Ach Prinz, Sie wissen gar nichts. Sie müssen aber wissen, dass indianisches Blut dort drüben einen schweren Makel bedeutet. Einen solchen Makel, dass Freundschaften und Liebesbündnisse mit Schimpf und Schande auseinandergehen. Mehrmals, wenn hinter mir dreingeschimpft wurde, habe ich zu hören bekommen, dass ich eine Farbige sei. Kurz, es bleibt eine Beeinträchtigung, eine Erschwerung und sonderte uns selbst von den wenigen ab, die sich übrigens ungefähr in der gleichen Lebenslage befanden. Es blieb immer etwas, was zu verstecken oder zu vertreten war. Dieser Bericht über Belästigung und Ausgrenzung, die Schwierigkeit im Umgang damit, das Austarieren von Verschweigen und Annehmen, die Scham und die Verletzung erinnern an Julia Manns Bericht von ihrer Ankunft in Lübeck. Sicherlich spielte für Thomas Mann in der Gestaltung Immers auch die Erfahrung seiner Frau Katja Mann eine Rolle, wie in der Forschung etabliert ist. Denn Immer ist wie auch andere Figuren Manns ein komplexes Amalgam aus jüdisch-, süd- und nordamerikanischen Assoziationen. Aber seine Lektüre der Autobiografie seiner Mutter belebt hier die Figur von Immer ganz deutlich und lädt zur Empathie für diese Position ein. Mann selbst artikulierte mit viel Ambivalenz, zunächst verdeckt und später im Exil relativ offen, seine eigene Position dazu. 1933 schrieb er zum Beispiel an den Soziologen Erich von Kahler, dass er dessen Arbeit über das Deutschtum und das Judentum aus der Perspektive eines überseeisch-lateinisch gemischten Deutschen sehe, dem es mit der Zeit immer saurer geworden ist, unter Deutschen zu leben, und der ihnen gewisse hochherzige Beschönigungen in der Beurteilung des Deutschtums nicht ganz verzeihen kann. In Brasilien wurde diese Besonderheit in der Position Manns früh wahrgenommen. Für Gilberto Freire bedingte die brasilianische Mischung Manns seine Sensibilität und Kreativität. Richard Miskolci beschrieb Manns Position als die eines Mestizo-Artist und als bestimmend für seine Literatur der Mischung und Degeneration. Und Vamire Chacon forderte gleich, der Zauberer gehört auch uns. Wir haben in den letzten Jahren viel Spannendes über Thomas Mann, den Amerikaner, gelesen. Sollten wir nicht über Thomas Mann, den Brasilianer, nachdenken? Ich habe gelegentlich provokativ Thomas Mann als Autor mit Migrationshintergrund beschrieben. Und ich benutze diesen Ausdruck auch, um darauf hinzuweisen, wie problematisch der Begriff Migrationshintergrund eigentlich ist. Er wird überwiegend als Deckwort für das eingesetzt, das als kulturell fremd oder nicht als weiß gesehen wird.
Und deswegen irritiert dieser Begriff in Verbindung mit Thomas Mann. Er ist zunächst einmal anachronistisch, Thomas Mann ist ein Autor der Moderne, und dann beschreibt er Thomas Mann als fremd in einer Weise, in der er nicht gern gesehen wird und in die er selbst in genau dieser Weise auch nicht formuliert hätte. Aber als Bindestrichdeutscher hat er sich schon beschrieben. Und der Brief an Ernst Kahler ist nicht die einzige Instanz, in der er die Zentralität der Geschichte seiner Mutter für sich betont hat. Die Beschäftigung mit Thomas Mann erfordert, dass wir uns mit allen seinen Welten auseinandersetzen. Immigration und Mehrsprachigkeit war in der Biografie seiner Mutter, aber auch in Thomas Manns eigener Biografie. Vielleicht müssen wir Thomas Mann deprovinzialisieren, von seinem Deutschtum entstauben, das er selbst eigentlich gar nicht so eindeutig verkörperte oder literarisch fasste. Das erfordert auch, dass die Forschung zu Thomas Mann und die Lektüre Thomas Manns in anderen Sprachen und an anderen Orten stärker wahrgenommen wird. Wir sollten also nicht nur einen genaueren Blick auf die Objekte und Bilder in unseren Museen werfen, sondern auch auf die Sammlungen in unseren Köpfen, unsere inneren Museen. Thomas Mann als Museumsstück, müssten die Deutschen ihn vielleicht teilen? Gehört er nicht auch an alle Orte, die zu ihm gehörten? Und vielleicht noch weiter gedacht, gehört er nicht auch allen Welten, die er selbst in seinen Werken erschuf, nach Ägypten, nach Indien? Das sind einige Werke, die sich mit Thomas Mann selbst oder seinem Werk beschäftigen. Eins aus Brasilien, eins aus Portugal, eins aus Indien in der südindischen Sprache Kanada und eins aus Japan. Aus Japan ist von Morio Kita eine Version der Buddenbrooks, der Fall des Hauses Nire. Und das indische Werk ist eine Bearbeitung von die vertauschten Köpfe von Girish Karnat. Was würde es verändern, wenn wir Thomas Mann mit Leserinnen und Lesern zusammenlesen, die diese Fiktionen nicht mit Thomas Manns Schreibtischblick als Konstruktionen des Fremden, des anderen lesen, sondern die kritisch zurückblicken auf diesen Schreibtisch, die Vertrautes und Angeeignetes sehen und die ganz andere, neue Resonanzen in den Texten Thomas Manns lesen? Danke. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Veronika Füchner, für diese Perspektivenerweiterung, die anfing mit dem Schreibtisch und dann von dort in die wirklich weite Welt hinausging und zeigt, ich glaube, das ist natürlich immer eine gute Formulierung, dass wir immer wieder entstauben müssen. Ich glaube, das ist eine Formulierung, die wir brauchen können und die Perspektiven, die sich daraus ergeben, die wir heute erfahren haben, die machen uns neugierig und wir freuen uns auf das Buch, wo eigentlich würde man jetzt gerne natürlich noch weiter in die Texte hineingehen und schauen, wie sich all diese transkulturellen Konstellationen in den Texten abspielen, und man würde gerne auch in die Texte von Julia Mann hineinschauen, aber ich bin sicher, all das kann man dann nachlesen in circa einem, anderthalb Jahr, sowas in der Art, und wahrscheinlich zuerst in englischer Sprache. Wir freuen uns auf das Buch, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank von uns allen. Und ich will, bevor ich einlade, nochmal die Einladung wiederholen, mich insbesondere nochmal beim Team bedanken von Tobias Amslinger, bei dir selber natürlich, aber bei dem Team, bei allen, die mitgewirkt haben, die diesen Abend möglich gemacht haben, und in dem Sinn auch den Apéro, der uns jetzt da draußen erwartet. Sie sind herzlich eingeladen, um auch die Gespräche mit Frau Füchner untereinander weiterzuführen. Ich bin sicher, da können wir noch einige schöne Minuten verbringen da draußen. Herzlich willkommen draußen jetzt. Vielen Dank nochmal.